Denke, das Problem bei der amerikanischen öffentlichen Meinung ist, mit Blick auf die Außenpolitik, dass die Probleme, denen sich Amerika heute gegenübersteht, sieht oder die Welt insgesamt, sehr viel komplizierter geworden sind als noch zuvor in der Vergangenheit. Früher war es viel einfacher zu sagen, Hitler bedroht die Welt. Und dann hat das die amerikanische Öffentlichkeit so verstanden. Dann konnte man sagen, Stalin oder Khrushchev, werden sie begraben, bedrohen die Welt. Heute ist das alles viel komplizierter geworden, mit der Welt umzugehen. Und die amerikanische Öffentlichkeit ist oberflächlich bei ihrem Verständnis der Welt. Es tut mir leid, das so zu sagen, aber die meisten Amerikaner wissen nichts um die Weltgeschichte, wissen nicht mal etwas zum Thema Geografie. Das heißt, sie bekommen ihre Nachrichten von kurzen Schlagzeilen, die im Fernsehen gezeigt werden, vielleicht drei, vier Nachrichtenzeitungen, die etwas sagen, aber die meisten Amerikaner lesen doch nicht mal intensiv. In diesem Kontext ist es schwierig, eine komplizierte internationale Politik zu erklären und zu gestalten. Und das nun in einer Welt, in der es Unruhen gibt, in der es Schwierigkeiten gibt. Unruhen, die in einem Teil der Welt stattfinden, die geografisch häufig in einem Bereich ist. Die meisten Schwierigkeiten, die wir in der Welt hatten, gab es in der postkolonialen Zeit. Und ich denke, wir müssen zum Teil auch natürlich unseren europäischen Freunden danken, dass sie immer da waren und dass sie ein Erbe hinterlassen haben. Das heißt, als diese Länder dann politisch erwacht sind, politisch stimuliert wurden, angetrieben wurden von Leidenschaft, von wahrer oder nicht wahrer Erfahrung getrieben wurden, das Ganze noch mehr Gestalt angenommen hat. Wenn Sie sich jetzt die Karte von Mali oder dem Niger anschauen und dann über den Osten ziehen, bis nach Südostasien, dann bis hoch in die zentralasiatische Region, dann ist das diese Region, die explosiv ist. Der Fahrer Osten, China und so weiter ist doch relativ stabil. Natürlich gibt es ja auch einige Parallelen zu ziehen mit der Vergangenheit. Europa ist in einer Phase nach dieser Zeit der Explosion, aber versteht zumindest die Aspekte. Und wir sind außen, wir stehen da draußen, wissen darum, aber tun nichts.